Nach einem sehr durchwachsenen April gibt's auch von mir wieder die Ertrags- und Verbrauchswerte inklusive Elektroauto und Wärmepumpe. Wenn dich das interessiert, gerne dranbleiben. Nach dem Intro geht's los. Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, der April war diesmal sehr durchwachsen und hat es nicht unbedingt mit Ertragsspitzen geglänzt. Trotzdem war es insgesamt eigentlich zufriedenstellend und heute läuft es ein bisschen anders. Ich habe eine kleine Präsentation für euch vorbereitet und da würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in das ganze Thema und fangen mit dem Wetter an. Ja, das Wetter war recht gut bei uns am Anfang vom April zumindest und ja, so ab dem 14., 15., da ging es dann rapide mit den Temperaturen runter. Ja, da hat man dann ja am Morgen öfter mal um die 0 Grad. Also es war nicht wirklich angenehm, auch zum Fahrradfahren und so weiter. Aber trotzdem, ja, es hilft halt nichts. Die Wärmepumpe musste natürlich dann auch recht ordentlich noch was leisten in dem Bereich. Und warum das ein bisschen ein Problem war in dem Fall, das erfahrt ihr gleich. Ja? Dann gehen wir mal weiter zu den Erträgen oder beziehungsweise zum Ertrag und zum Verbrauch. Wir haben insgesamt 1700 Kilowattstunden Solarertrag gehabt, was eigentlich ganz okay ist, und einen Verbrauch von 766 Kilowattstunden. Ja, wie gesagt, meine Anlagengröße und so weiter, das habe ich ja unten in der Videobeschreibung immer drin stehen, wenn euch das interessiert. Aus dem Netz haben wir eingekauft 3,7 Kilowattstunden und zum Netz 828 Kilowattstunden quasi verkauft. Ja. Es macht einen Autarkiegrad im April von 99%. Ja, 100 ist immer schwierig, beziehungsweise eigentlich unmöglich, weil die 100% wegen der Regelung einfach nicht funktionieren können. Das heißt, ich habe ja einen netzparallelen Speicher und die Anlage regelt ja immer aktiv nach, wenn sie einen Verbrauch feststellt. Das heißt, es hinkt erstmal hinterher und regelt dann natürlich aus. Aber das dauert erstmal ein bisschen. Ja. Das heißt, 100% kann man eigentlich technisch gesehen nicht erreichen. Und wenn jemand euch das sowas erzählt, kann es eigentlich nur gerundet sein, ja, dass 99,7% sind, weil der Verbrauch insgesamt sehr, sehr niedrig ist. Oder es ist einfach gelogen. Kann natürlich auch sein. Dann Kostenstrombezug im April 1,28 Euro. Und die Einnahmen durch den Stromverkauf liegen bei 83 Euro. Jo, dann gehen wir zum nächsten Punkt, das ist die Akkunutzung. Ja, das ist immer so ein Thema. Batteriespeicher ist im Winter, wird er ja nie voll und im Sommer kriegt man nie leer. Das ist immer so die Aussage, was die Leute machen. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz, wie es bei mir ausschaut und warum das nicht immer unbedingt stimmt. Jo, also es war bei uns so, Anfang April war ja recht entspannt. Ja, da hatten wir auch keinerlei Netzbezug oder nicht wirklich Netzbezug. Netzbezug hat man allgemein nicht. Ja, und dann ging es ja bergab mit der Temperatur. So, und da sieht man jetzt ein kleines Problem. Das ist der 23. April. Ja? Da ist jetzt so ein ganz kleiner, dünner, roter Streifen. Ja? Der wäre eigentlich etwas größer, weil ich ja ehrlicherweise etwas beschissen habe, ja, muss ich an der Stelle sagen. Da sieht man, dass der Verbrauch an dem Tag relativ niedrig war. Ja? Es liegt daran, ich habe die Wärmepumpe einfach ausgeschaltet, knallhart. Das wäre deutlich mehr gewesen an Verbrauch. Mit einem Wärmedämmverbundsystem kann man das machen. Das heißt, ich kann da wirklich hergehen und meinen halben Tag die Wärmepumpe ausschalten. Das merkt man quasi gar nicht. Warum war das so? Ja, ich habe vorher den Batteriespeicher umgebaut. Und ja, das sieht man jetzt hier auch ganz gut nochmal. Hier unten steht so ein kleiner Akku mit 14 Kilowattstunden hat er. Ja. Den habe ich überbrückungsweise hier an meine Anlage angeklemmt und habe diese 14 Kilowattstunden quasi verwendet, um das ganze Haus zu versorgen. Gleichzeitig habe ich den Akku natürlich dann getestet und ja, damit gehe ich halt, oder in den Akku gehe ich nicht mit 8 kW Ladeleistung rein, das mache ich nicht. Ja. Das ist nicht unbedingt gut für den Akku und nicht unbedingt zielführend. Hier links daneben, den habe ich quasi während dieser Zeit aufgebaut. Und da habe ich jetzt schon ein Problem festgestellt, dass diese 14 Kilowattstunden einfach zu klein sind. Das ist definitiv bei mir so. Und ja, also diese 43 Kilowattstunden ist schon deutlich besser als diese 14. Und deswegen haben wir hier natürlich ein Problem gehabt am 23. April, obwohl die Tage vorher relativ gut Sonne war. Ja, das hätte eigentlich gereicht, aber ich konnte es einfach nicht im Akku speichern, weil der Akku das einfach nicht hergibt. Ja,
Und ja, und am 24. ging dann der neue Speicher in Betrieb. Das heißt, dann hat erstmal alles schön geladen und am 25. war dann nicht wirklich viel Sonne. Und am 26. ist dann der Rest noch voll geladen worden, dass der Akku mal wieder richtig voll ist. So. Da sieht man jetzt nochmal die Nutzung von der Batterie. Das waren 223 Kilowattstunden, was ich jetzt gar nicht so wenig finde. Ja. Wärmepumpe lief ja noch. Direkt von Solar, also Direktverbrauch 540 Kilowattstunden. Muss dazu sagen, dass wir trotz Batterie immer noch recht gut aufpassen, dass wir die großen Verbraucher ja, auf den Tag legen. Ja, das macht auch immer noch mehr Sinn, auch mit einem Batteriespeicher, weil man eben diese Wandlungsverluste nicht mehr hat. Ja. Und da sieht man jetzt schön die Nutzung, ein bisschen grafisch, die letzten 30 Tage. Stimmt natürlich nicht ganz, weil diese 30 Tage wirklich die 30 Tage sind. Das heißt, es geht irgendwo im 3. April oder so los, oder was haben wir jetzt aktuell, am 5. Mai, also wäre es vom 5. Mai jetzt losgegangen. Aber so grobe Tendenz ist es da in Ordnung. Das heißt, irgendwo nahe Null, natürlich Zukauf, klar. Und da sieht man das letzte Jahr 25% Zukauf. Ja. Jo, dann geht es direkt weiter zur Wolf Wärmepumpe. Wie gesagt, die liefert jetzt noch ganz ordentlich. Hat elektrisch 149 Kilowattstunden verbraucht und einen thermischen Ertrag gebracht von 835 Kilowattstunden. Abtauungen 0. Habe mich selber gewundert, weil doch ein paar Tage sehr, sehr kalt war. Am Morgen, wo sie gestartet ist, geht eben um 8 Uhr geht sie an und läuft dann erstmal los. Und läuft dann am Morgen natürlich erstmal mit einer recht großen Leistung. Und deswegen habe ich das schon ein bisschen gewundert, warum die am Morgen dann nicht vereist. Aber okay, gut, hat funktioniert, alles gut. Starts hatten wir 24. Ja, wir haben jeden Tag, ja, so gesehen, einen Start. Nach der Nachtabsenkung, also nachts geht es ja aus bei den Temperaturen im Normalfall und startet dann am Morgen wieder. Deswegen 24 Starts. Macht eine Arbeitszahl im April von 5,6. Und dann geht es gleich weiter mit der Brauchwasserwärmepumpe. Das ist diese DIY-Wärmepumpe, die meisten von euch ja schon kennen. Die hat verbraucht 56,74 Kilowattstunden an elektrischer Energie. Und thermisch hat sie gebracht 183 Kilowattstunden. Starts 30, ja, also jeden Tag einmal den ganzen Boiler erwärmen. Und dann ist wieder gut für einen Tag. Das macht eine Arbeitszahl im April von 3,23. Dann geht es weiter mit der Mitsubishi Split-Klima. Ja, das ist mir ein bisschen schwierig, irgendwelche Daten zu liefern. Ja, da habe ich nur das elektrische. Das sind 20,85 Kilowattstunden und Starts, ja, einfach zu viele. Ich habe zwar ein Logging irgendwo laufen, aber das ist jetzt etwas verloren gegangen wegen dem Akku-Umbau. Da habe ich ein paar Daten durcheinander gebracht, wegen Node-RED-Umbau und so weiter. Einfach zu viele Starts. Das Ding taktet sich einfach zu Tode. Effizienz im April, ja, ne 4 vielleicht auch weniger, ja. Macht aber nichts, wie gesagt, diese 20 Kilowattstunden ist nicht viel und heizen muss man so gesehen eigentlich sowieso nicht mehr. Gut, dann geht es weiter mit unserem Nissan Leaf, mit unserem, wie ich so letztes Mal festgestellt habe, Nicht-Familienauto. Zumindest haben das Leute in die Kommentare geschrieben, danke hierfür, ja. Ich werde selber wissen, welche Leute ich in mein Auto reinkriege und wen nicht, ja. Kofferraum ist groß genug, da passen übrigens 9 Kästen Bier rein, beziehungsweise das ist mal so die Einheit in Bayern, um die Kofferraumgröße zu bestimmen. Ja, 9 Kästen passen rein, ist in Ordnung. Ohne Umklappen wohlgemerkt. Und jo, eigentlich im Grunde passt es. Fahrstrecke 1159 Kilometer sind wir gefahren und geladen 202 Kilowattstunden. Macht einen Verbrauch von 17,4 Kilowattstunden inklusive Ladeverlust und allem drum und dran, klar. Und dementsprechend hat man Kosten von 1,74 auf 100 Kilometer. Ja, ist deswegen so gering, weil eben der komplette Strom, den man irgendwo braucht, komplett aus der Photovoltaikanlage und aus dem Batteriespeicher kommt. Und ja, also da kann man jetzt schon zufrieden sein. Ja, zufrieden kann man auch sein mit den Abonnentenzahlen von euch. Muss ich echt mal ein großes Danke aussprechen. Ich habe jetzt über 15.000 Abonnenten. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass sich mein Kanal mal so weiterentwickelt. Und erstmal danke für die ganzen Abonnenten, an die langjährigen Abonnenten, die schon immer dabei sind, seit es einen Kanal irgendwo gibt. Und natürlich auch die neuen Abonnenten, die mich abonniert haben. Und danke auch an die regelmäßigen Spenden.
Denn wie ihr wisst, ja, dieser Kanal ist natürlich nur durch Werbung von YouTube selbst finanziert. Und Sponsoring oder irgend sowas über Hersteller lehne ich ja grundsätzlich ab. Ja. Ich will meine Meinung, die ich habe, auch irgendwo äußern können, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir irgendwo Geld gekürzt wird. Ja, wie es bei den meisten übrigens ist. Ja. Wie gesagt, das waren jetzt wieder die Zahlen für den April. Und dann würde mich freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht es gut. Ciao, ciao.